Flexibilität im Einsatzzweck und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Standortbedingungen und Witterungseinflüsse. Das sind die Ansprüche eines Lohnunternehmers an sein Arbeitsgerät. Sicherlich ist die Matamac MS8230 nicht nur bei Lohnunternehmern im Einsatz, eignet sich hier aber vor allem durch das schnelle Umrüsten von Breit- auf Engsaat bei Mais perfekt. Die Redaktion Agrartechnik hat für die September-Ausgabe 2013 die Einzelkorndrille getestet. Patentiert ist das Rahmenkonzept Easy Set von Matamac. Während andere Hersteller ihre Sämaschine am Feldrand klappen und falten, werden beim Italiener die Säeinheiten entlang eines Führungsrahmens einfach und bequem auf Knopfdruck von Transport auf Arbeitsposition verschoben. Mit Abstandshaltern wird der gewünschte Reihenabstand begrenzt. Bei unserer achtreihigen Ausführung sind 37,5 bis 75 cm möglich. Damit kann auch Raps gesät werden. Angeboten wird ebenfalls eine Doppelreihenausführung für die Maisaussaat, die laut Matamac-Vertrieb schon bei einigen Kunden in Deutschland eingesetzt wird. Die gesetzlich vorgeschriebene Transportbreite wird eingehalten. Absteigen muss man leider, um die Spuranreißer aufzustecken und mit einer Flügelmutter zu verschrauben. Denn mit den Scheiben liegt die Maschine über 3 Meter. Die Maschine ist kompakt gebaut und wiegt leer etwas mehr als 2000 Kilogramm. Die zwei Deckelklappen des 1200 Liter Düngertanks lassen sich von unten öffnen. Über eine massive Schnecke wird er befüllt. Der fehlende Aufstieg an der Maschine fällt so gar nicht auf. Die Getriebeübersetzung wird über ein einfaches Umstecken von Ketten auf der rechten Seite der Maschine gemacht. Das Gebläse ist stufenlos anhand eines Vakuometers einstellbar. An den Säelementen versteckt sich das zweite Patent. Die Bohrungen der Lochscheibe, über die die Saatkörner angesaugt und separiert werden, sind durch einen dahinterliegenden Ring halbiert. Wieder ein Pluspunkt für die Flexibilität, denn so kann mit einem größeren Körnungsspektrum ohne Wechseln der Scheibe gearbeitet werden. Unsere Testmaschine kam mit dem umfangreichsten Terminal, dem Monotronic 32. Neben sämtlichen flächenbezogenen Auswertungsmöglichkeiten zählt ein berührungsloser Sensor an jedem Säelement die abgelegten Körner. Über Kippschalter lassen sich die Reihen einzeln abschalten. Die Saatgutbehälter fassen 70 Liter. Wir haben gut 150 Hektar Mais mit der Maschine ausgesät. Die Bodenverhältnisse waren im nassen Frühjahr hierbei nicht immer einfach. Die optionale Zwischenandruckrolle hat unter schlechten Bedingungen geschmiert. Der vorweglaufende Klutenvorräumer, der sich in der Höhe verstellen lässt, hat gute Arbeit gemacht. Die Ablagetiefe lässt sich in Lochrastern an den tiefen Führungsrädern und an der Andruckrolle verstellen. Mit dem Feldaufgang sind wir gut zufrieden. Diese Bilder entstanden Anfang Juli. Die MS8230 zeigt, dass sich im Produktsortiment von Matamac alles um den Maisanbau dreht. Weitere Eindrücke und technische Daten lesen Sie in der August-Ausgabe 2013 der Fachzeitschrift Agrartechnik.